sagen, lass die Spiele beginnen! Ja! Pass auf, ihr dreht jetzt einen großen Hollywood-Film, ihr Lieben, und Mirko, du bist der Regisseur, der, sagen wir mal, eigenwillige Regieanweisungen gibt. Ja, also ich bitte euch schon mal auf euren kleinen Set hier und frage Sie, meine Damen und Herren, was ist Ihr Lieblingsfilm von unserem verehrten Sylvester Stallone? Rocky. Cliffhanger. Eigentlich möchte ich Cliffhanger sehen, aber ich... Ich glaube, das gäbe noch ein kleines Problem. Nehmen wir mal Rocky, das kam am meisten. Also, wir machen jetzt mal... Welcher Rocky? Hallo. Ja, natürlich, wir machen natürlich Rocky 6. Das, was Stallone gerade dreht, was aber erst im Dezember 2006 in die Kinos kommt. Wir zeigen jetzt mal einen Ausschnitt von den Dreharbeiten. Barbara, Adrian. Du bist natürlich Adrian. Wie könnte es anders sein? Und Bernhard, du bist natürlich Rocky Balboa. Wie könnte es anders sein? Und du bist der, ich würde sagen, der wieder auferstandene Trainer Mikey. Der ist zwar unter der Erde, aber ich komm für noch mal sechs zurück. Kommt er noch mal zurück. Okay. Ja? Mirko? Drehbereit? Und ich dachte dann immer, können wir sagen, Filmab, und du gehst immer rein, wenn du eine schöne Idee hast, wie sie es machen sollen. Was anderes? Okay. Also, der Comeback-Versuch von Rocky Balboa in Rocky 6. Film ab! Rocky, pass auf. Erste Frage. Ich will in den Ring. Erste Frage, was ist mit dir passiert seit dem letzten Kampf? Irgendwas ist mit dir passiert. Ich weiß es nicht. Scheiße. Haben Sie nicht bei 90 Grad gewaschen? Nein, irgendwas nein. hat deine Frau gemacht. Das kann doch nicht sein. Ich habe meinen Zahnschutz verschluckt und das hemmt das Wachstum. Warum macht deine Frau dir jetzt Brote? Das verstehe ich nicht. Ich mache ihm Nudeln. Nudeln sind gut für die Muskeln. Eiweiß. Ich habe so Angst, er soll da nicht reingehen. Sie werden ihn wieder fertig machen. Sie werden ihm das Gesicht blutig schlagen. Er wird wieder am Boden liegen und schreien. Nein, nein, nein. Ich hab Angst. Ja, Mensch! Damit musst du rechnen, dass der Gegner mal zurückschlägt. Meine Güte! Rocky! Wie heißt du? Rocky, Adrian! Rocky! Adrian! Geh nicht da raus! Gott! Mir wird ein bisschen schwindelig, Leute. War gut, oder? Ich meine, ich hab 4,2 Milliarden in diese Proben gesteckt. Wo stehen wir heute? Ganz gequirlte Scheiße ist das! Ja, ich muss mich entschuldigen, er war wirklich nicht besonders gut, das stimmt. Nee, so bin ich überhaupt nicht damit. Ich bin ein bisschen auch nervös. Wir haben noch einen Tag. Nee, okay. Also kommen wir gar nicht zurecht. Damit kriegen wir nie einen, da kriegen wir keinen Preis, da kriegen wir nichts. Was ich möchte Aggressivität. Ich brauche einen Brennpunkt, ich brauche Aktualität. Ich möchte das Ganze wie eine Demo. Ihr wisst, was eine Demo ist? Ja. Eine Demo, kein Demo, sondern eine Demo. Und ab Demo, Cut, Action. Balboa ist homosexuell. Homosexuell. Genau. Ich löse die Demo auf! Geh nicht dahin! Das tut weh! Blaue Augen, nein! Sitzstreik! Das ist zu laut! Viel zu laut! Wir wollen auch Randgruppen erreichen. Das schaffen wir damit nicht. Viel zu laut! Ich habe mich am Boxring festgekettet. Sehr schön, bleib einfach so liegen. Wenn es der Quote hilft. Wer hat dich hierher? Na, ist ja auch bewusst. Was wir brauchen, ist jetzt wirklich etwas, was ganz Besonderes. Das ist mir einfach zu laut, das ist mir zu aggressiv. Wir brauchen etwas Verklemmtes. Verklemmtes. Jetzt verbessere mich nicht, ich dreh gleich durch! Was verklemmt? Volllautes Ding! Also ich möchte das Ganze etwas verklemmter und ein bisschen zurückhaltender! Action! Verklemmt? Ich möchte es auch nicht. Wirklich? Nee, aber dann tut es dem anderen weh. Den weh, wenn du den Box habe ich dir jetzt was getan? Also, tut deine Hand jetzt weh. Weißt du, was ich hier gemacht habe? Leute, soll ich auf die Bühne brechen? Lass sie doch den Satz zu Ende machen. Der war bestimmt super. Schaff ich nicht, mir ist jetzt schon schlecht. Ach so. Vielleicht löst die Klemmung. Ich klemme auf. Guck mal, das ist auch keine Variante. Nee, damit kommen wir nicht vorwärts. Nee, das schaffen wir nicht. Was wir brauchen auch ein bisschen den sozialen Brennpunkt, nicht die kleinen Randgruppen, die wir brauchen. Ich möchte das gerne als Assis gerne mal sehen. Als Assis? So ganz unten! Rocky! Ja, ganz unten, alle unten! Entschuldigung, aber ist Rocky nicht ein Assi? Dann nehmt ihr mit rein in Rocky, dann ist doch scheißegal! Okay. Also, ich gehe an den Rand, bin ich eine Gruppe, oder? Ja. Action! Ich komme.
Ich schau dem auf die Fresse, ey. Ja, genau, so ist es. Ey, konkret, ey, weißt du, wenn ein Gesicht kommt, meine Faust entgegen, Gesicht am Arsch, ey. Du musst den, Scheiße, ey. Du musst den Russen in den Pfundhack verwandeln. Willst du noch Klopp nicht anpacken? Hey. Alle. Lass meine Tusse in Ruhe! Ich bin nicht schwerhörig! Leute! Ihr seid nur am Nuscheln, ich höre ja nichts hier! Kommt nichts an, nutzt, was ihr hört und hört! Wen wollt ihr damit erreichen? Was? Mich erreicht ihr nicht! Und ich sitze 10 Meter von euch hinten, also wacht! Entfernt von euch und ich kann nichts! Ich höre hier nur euch! Also pass auf, wir machen das Ding jetzt Schuss! Schussstrich und das macht er jetzt alles einfach ein bisschen leichter. Bisschen Leichtigkeit. Ausdruckstanz! Action! Waldorf. Ja. Hau ihm einfach in die Fresse, Rocky. Wenn du Lust dazu hast, denn mich macht das auch Mut, Rocky. Schnipp, schnipp. Rocky 6 wird ein Knüller, ich bin mir ganz sicher.